Mit meinem Vetter Fritz Christel und dessen Schwager Dr. Moissuk holen wir meine drei Ex-Kolleginnen vom Frankfurter Theater auf dem Flugplatz in Temesburg ab. Das ist Gabi, die Berlinerin, dann folgt Uschi, die Münchnerin, hinten sehen wir die Inge, die Wienerin, dann Dr. Moissuk und Fritz Christel. Noch bevor wir zum Hotel kommen, fahren wir in das Lokal einer Bierbrauerei, wo wir eine rumänische Spezialität kennenlernen, den sogenannten Mititei oder auch Mic. Mit einem Glas Bier schmeckt er ausgezeichnet. Dr. Moissuk kennt seine Stadt und zeigt uns gerne die oft sehr gegensätzlichen Stadtbilder. Wir sind beeindruckt vom Flair des Zentrums der Banater Hauptstadt, die sich aus dem Grau der vergangenen Jahre allmählich herauszuputzen versucht. Die Damen sind überrascht, sie haben es nicht erwartet, durch eine Stadt zu flanieren, die noch so viel aus der österreich-ungarischen Zeit ausstrahlt. Hier das Opernhaus in der Nachmittagssonne und gegenüber die griechisch-katholisch-orthodoxe Kirche. Abends waren wir einem sehr feinen Lokal zum Essen eingeladen. Ich musste den Damen natürlich die Speisekarte übersetzen. Woher sollten sie auch wissen, was eine Ciorba de Perichoire oder eine Mamelliguzze Cubrense ist? Aber ich habe bald erfahren, dass ihnen das Essen geschmeckt hat und ihnen versichert, dass es während der ganzen Reise so bleiben würde.